Ja, das Team fühlt sich gut an. Es wäre fast zwei Siege in Folge gewesen, wenn mein Sieg in Hongkong funktioniert hätte. Aber wir haben sehr gute Vorbereitungen gemacht im Simulator. Wir waren auch sogar mal testen in Calafat. Und wir haben das Auto weiterentwickelt. Und letztes Jahr hatten wir auch sehr gute Ergebnisse hier. Ich bin Dritter geworden. Von dem her sind wir sehr hoch motiviert für dieses Rennen hier in Rom. Ja, die Meisterschaft ist momentan sehr random, sagen wir mal so. So viele verschiedene Sieger. Das Niveau ist sehr hoch, es passiert sehr viel in den Rennen, ist sehr spannend, sehr anstrengend für uns, weil es passiert wirklich viel auf der Strecke und mit der Strategie und wir können sogar mehr attackieren zum Überholen und der Attack-Mode funktioniert auch sehr gut, also von dem her ist extrem viel Action in den Rennen und man kann eigentlich gar nichts garantieren, selbst wenn man das beste Auto hat oder nicht, jeder hat seine Chance und hoffentlich klappt es endlich für mich hier in Rom. Ja, für mich zählt nur der Sieg. Ich war schon ein paar Mal auf dem Podium, hätte viel öfter sein können, wenn ich nicht immer wieder irgendein Problem bekommen hätte. Dummerweise passiert sehr einfach in der Formel E, Strafen zu bekommen. Und ja, leider wäre ein Podium in Riad gewesen mit einem zweiten Platz. Und in Hongkong ein Sieg normalerweise, würde ich schon mal sagen. Und von dem her bin ich immer noch sehr hungrig oder noch mehr hungriger auf meinen ersten Sieg und hoffentlich klappt es hier. Ja, ich erwarte, dass wir hier gut sein werden. Ich denke, wir haben mehr oder weniger bei fast allen Rennen ein gutes Auto gehabt und diese Strecke lag uns letztes Jahr. Wir haben gute Daten und ja, für mich war es auch gut. Von dem her hoffen wir, dass wir mit dem Sieg heimkommen. Ich denke, natürlich wäre das top, weil er ist immerhin fünfmal Formel 1 Weltmeister und die ganze Welt kennt ihn. Und für die Formel E wäre das natürlich toll für mehrere Sachen. Seine ganzen Fans, ich denke, er hat mit Mercedes, würde er ein Team haben, es würde alles passen. Und ja, wär cool, ihn zu haben. Wär natürlich, glaube ich, schwieriger für ihn, so Erfolg zu haben wie in der Formel 1, weil sechs Rennen, sechs verschiedene Sieger, selbst er, wenn man sagt, er wäre der Beste auf der Welt, würde, glaube ich, nicht sowas erreichen, aber wenn er es erreicht, Hut ab. Aber natürlich willkommen und ich würde es für die Formel E toll finden.